Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Assassin's Creed und wir müssen Robert töten. Oh, Robert. Und ich bin immer noch ganz gerührt von der gerührt ist gut, von der Geschichte, die Malik uns jetzt erzählt hat, dass wir nicht mehr der gleiche sind und er hat ja auch irgendwie recht. Gut, den durfte ich nicht beklauen. Vielleicht ja den. Ich brauche noch ein paar Wurfmesser, glaube ich. Also ich brauche definitiv keine Wurfmesser. Was tut dieser Narbe? Und ich weiß nicht, ob es im Moment klug ist, über die Dächer zu laufen. Aber naja. Ich muss gerade mal echt ein bisschen ruhiger sein, weil ich versuche jetzt so wenig wie möglich mal aufzufallen. Ich weiß, es ist ganz untypisch, da sind wir ja mal wirklich eine Assassine, aber. Wo ist denn der? So, wir machen uns leise auf dem Assassinenweg davon. Und ich frag mich zwar, wie der uns gesehen hat, aber hey. Okay, wir gehen mal in die Richtung. Und dann werden wir... mal in die Richtung wandern. Okay, hier oben gibt's... Alter! Okay. Es lohnt sich definitiv nicht, über die Dächer zu gehen. Vielleicht schaffen wir es getarnt dahin. Weil so viele Bogenschützen... Ja, vielleicht wird das was. Oh nein, geh weg. Okay, wie kommen wir da rein? Geh weg! Okay, wir müssen doch irgendwie über die Dächer rüber. Dahin. Okay, das ging jetzt zwar nicht dahin, aber hier gibt es eine Leiter. Also, warte mal kurz, ich muss mal kurz schauen. Ach, wir können vielleicht hier an der Stadtmauer entlang. Und anschließend... Wir sind hier, um den Verlust unseres geliebten Majid Adin zu betrauern, der zu früh von uns genommen wurde. Ich weiß, dass sein Tod Trauer und Schmerz in euch weckt. Aber trauert nicht, denn so wie wir aus Mutters Schoß geboren werden, so müssen wir alle eines Tages diese Welt verlassen. Das ist der Lauf der Dinge, wie der Auf- und Untergang der Sonne. Nutzt diesen Moment, denkt nach über sein Leben und dankt ihm für seine guten Taten. Wisset, dass ihr ihn einst wiedersehen werdet im Paradies. Und da sehen wir ihn. Ja, mit der Blechdose auf dem Kopf. Ist es jetzt schon Zeit für uns? Amen.
Wie ihr wisst, wurde dieser Mann ermordet. Wir haben nach seinem Mörder gesucht. Aber das erwies sich als schwierig. Diese Kreaturen suchen den Schatten und fliehen vor jenen, die sich ihnen offen entgegenstellen. Doch heute nicht. Denn es scheint, einer von ihnen weilt unter uns. Er verhöhnt uns mit seiner Gegenwart. Was? Und muss dafür zahlen. Nein? Packt ihn. Bringt ihn nach vorne auf das Gottesgerechtigkeit. Nein, diese scheiß Bogenschützen. Ach, was vernimmst du da für ein Scheiß? Ach, komm, jetzt erstmal den Bogenschützen da weg. Flieg! Hi, Jungs. Nein. Alter, ist der stark. Alter, ich will hier abhauen. So. Komm schon. Ja, danke. Jetzt bring ich endlich mal ein paar Templer hier um. Alter. Okay, das war's. Ach, komm schon. Ich hasse das mit diesem Fokus. Ich hasse es. Wieso muss der immer so hart Autofokussen? Wenn sie entdeckt wurden, schlagen sie Haken oder klettern sie über. Ja, das war der Plan. Ach so, cool. Man kommt nicht mal... Ja, geil. Geht mal aus dem Weg, die dummen Stöpsel. Bring den erstmal um. Hey, auf ihn auf. Hey, wo ist er? Ach, das ist der. Ich mal aus. Nö, ich darf nicht ausweichen. Was ist denn das für ein Scheiß? Was ist das für ein Blödsinn hier? Nein, geh weg. Will nicht. Ach, geht doch. Endlich mal. Okay, der kontert mich nur noch weg. Das ist ja scheiße. Alter, jetzt hau mal endlich ab. Lala!
Endlich mal ein bisschen Energie tanken. Oh. Oh, Gott sei Dank. Ich will eure Augen sehen, bevor ihr sterbt. Eine Frau. Ihr habt wohl jemand anderen erwartet. Ist das Hexerei? Keine Hexerei. Wir haben euch erwartet. Robert musste nur genug Zeit gewinnen, um wegzukommen. Also ist er geflohen. Wir können euch euren Sieg nicht nehmen. Ihr habt unsere Pläne vereitelt. Zuerst der Schatz, dann unsere Männer. Die Kontrolle über das Heilige Land ist uns entglitten. Aber dann sah er eine Möglichkeit, um das Gestohlene zurückzuholen. Um eure Siege zu unserem Vorteil zu nutzen. Al-Mualem ist noch im Besitz eures Schatzes. Wir haben eure Armee schon zuvor fehlgeleitet. Wie auch immer Roberts Pläne lauten, er wird wieder scheitern. Ach, aber dieses Mal sind es nicht nur die Templer, mit denen ihr es zu tun bekommt. Sprecht klar. Robert reitet gen Azur, um seine Sache vorzutragen. Sarazinen und Kreuzritter sollen sich vereinen, gegen die Assassinen. Das wird nie passieren. Dazu gibt es keinen Grund. Vielleicht gab es keinen. Aber ihr habt ihnen einen geliefert, oder besser neun. Die Leichen, die euren Weg pflastern, sind Opfer beider Seiten. Ihr habt die Assassinen zu einem gemeinsamen Feind gemacht und damit die Zerstörung eures gesamten Ordens besiegelt. Gut gemacht. Nicht neun. Acht. Wie meint ihr das? Ihr wart nicht mein Ziel. Ich werde euer Leben nicht nehmen. Ihr seid frei. Aber folgt mir nicht. Das muss ich nicht. Ihr seid bereits zu spät. Mal sehen. Okay, krass. Ich hab schon die ganze Zeit beim Rufen gemerkt, irgendwie klang das sehr weiblich. Aber verdammt nochmal. Wir haben es nicht geschafft, Robert zu töten. Ich bin gerade ein bisschen frustriert, deswegen kriegen die Wachen so ziemlich gerade alles zu spüren. Also, das ist doch echt blöd. Jetzt haben wir uns so viel Mühe gegeben. Ruhe. Und dann sowas. Wir haben nicht Robert erwartet. Sondern, keine Ahnung, wer das war. Ach ja, die letzten 5 Metern finden sie mich wieder. Schlimm. Schlimm mit denen. Die geben sich aber auch echt Mühe, mich zu finden. So, unversteckt. Also wir haben erfolgreich die Beerdigung platt gemacht. Aber... Na. Also Robert haben wir nicht getötet. Er ist wohl auf dem Weg nach Massiv. Ich hab's echt nicht mit den Namen. Es tut mir leid, aber... Ich bin echt nicht so namensbegabt. Okay, also diese Stadt ist definitiv auf Tuchfühlung mit mir. Also schlimm. Sobald die mich sehen, da ist er. Nein, nicht nach unten. Alles bloß nicht nach unten. Und wir haben es endlich geschafft. Runter und ab dafür. Moin, Harry. Es war eine Falle. Ich hörte, es gab Tumulte beim Begräbnis. Was ist geschehen? Robert de Sable war nicht dort. Er hat jemand anderes an seiner Stadt geschickt. Er hat mich erwartet. Ihr müsst zu Al-Mualem. Wir hatten keine Zeit. Sie sagte mir, wohin er will. Wenn ich nach Maisyaf zurückkehre, könnte er Erfolg haben. Und dann würde er uns vernichten. Wir haben die meisten seiner Männer getötet. Er kann keinen offenen Angriff führen. Wartet. Sagtet ihr sie? Ja, es war eine Frau. Seltsam, ich weiß. Aber dafür haben wir keine Zeit. Wir müssen uns auf Robert konzentrieren. Wir mögen seine Reihen geschwächt haben, aber der Mann ist gerissen. Er trägt seinen Fall Richard und Salah al-Din vor, um sie gegen einen gemeinsamen Feind zu vereinen. Gegen uns. Das müsst ihr falsch verstanden haben. Das ergibt keinen Sinn. Diese Männer würden nie... Oh doch, das würden sie. Und es ist unsere Schuld. Die Männer, die ich tötete. Männer beider Seiten des Konflikts. Wichtige Männer für beide Führer. Roberts Plan ist ehrgeizig, aber er macht Sinn. Und er könnte aufgehen. Seht doch, Bruder. Die Dinge haben sich verändert.
Ihr müsst nach Masyaf zurück. Ohne Erlaubnis des Meisters können wir nichts tun. Es könnte die Bruderschaft gefährden. Ich dachte, ihr hättet das nunmehr begriffen. Versteckt euch nicht hinter Worten, Malik. Ihr führt unser Credo und seine Dogmen wie ein Schild. Er verbirgt etwas vor uns, etwas Wichtiges. Ihr habt mich gelehrt, dass man nichts wissen kann, nur vermuten. Nun, ich vermute, unser Kampf gegen die Templer geht tiefer. Wenn ich mit Robert fertig bin, reite ich nach Masyaf, auf das wir Antworten erhalten. Aber vielleicht könntet ihr schon vorgehen. Ich kann die Stadt nicht verlassen. Dann mischt euch unters Volk. Befragt die Diener der Männer, die ich tötete. Findet heraus, was ihr könnt. Ihr habt scharfe Augen. Vielleicht seht ihr etwas, das mir entgangen ist. Ich weiß nicht. Ich muss darüber nachdenken. Tut, was ihr müsst, mein Freund. Aber ich muss gen Arsur aufbrechen. Jeden Moment, den ich zögere, gewinnt unser Feind an Boden. Seid vorsichtig. Das werde ich. Versprochen.